Herzlich willkommen zu Riding Club Championships. Ja, das bin ich und das ist mein orangefarbenes Pferd. Wir nennen es einfach mal Willy. Ja, herzlich willkommen zu Riding Club Championships. Und ich muss euch ja gestehen, ich finde ja Pferde in Videospielen cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich in Mountain Blade cool, finde ich in Assassin's Creed cool, finde ich in Mittelalter-Spielen cool und ich ab und zu hin und wieder mal spiele ich auch mal gerne so ein Pferdespiel, kann man schon fast sagen. Und wir holen uns einfach mal unsere Belohnung ab. Was ist denn das für ein Spiel? Was habe ich überhaupt gefunden? Wir sind jetzt hier dieser Reiter, ja, das sind wir, den habe ich mir erstellt. Und das Ganze ist free to play. Alles läuft auf der Unreal. Ne, Quatsch. Weiß nicht, egal. Wir können hier einmal Freunde anladen. Gibt es hier einen Shop? Wir können uns ums Pferd kümmern. Ich kann euch ja mal kurz den Shop zeigen. Wo ist mein Geld? Da oben. 700. Und du kannst dir halt neue Klamotten kaufen. Modebewusst rumlaufen ist also auch möglich. Premium kannst du ja auch kaufen, aber ich will jetzt erstmal ein paar Runden spielen. Ride and Play. Wir spielen mal ein Ranked Match. So, der sucht uns jetzt einen Gegner heraus. Und wir haben einen gefunden. Und derjenige, der schneller über die Hindernisse reitet, der hat die bessere Zeit und gewinnt dann natürlich auch. Und wir versuchen uns jetzt einfach mal daran. Ah, fuck, Alter. Jede Strecke ist doch anders aufgebaut. Also halt andere Hürden. Oh, ey, was ist denn los, Alter? Ich kenne überhaupt nichts. Okay. Ich wette, das Video kriege ich eh wieder. Ja, das war total schlecht. Ich wette, das Video kriege ich eh wieder, weiß ich, 20 Dislikes oder so. Das ist mir sowas von egal. Ich kann doch jetzt nicht alle umgerahmt haben, Alter. Boah, wie schlecht waren wir denn? Es lag an den Lags. Also so schlecht bin ich jetzt nicht in dem Spiel. Obwohl ich bis jetzt... Einmal habe ich, glaube ich, gewonnen bis jetzt. Und dann habe ich anderen Male alle verloren. Aber gut. Such mal weiter. Es gibt da noch so ein riesengroßes Showdown-Rennen. Aber da... Keine Ahnung, wie man das macht. Ja, die meisten Steam-Benutzer haben einfach kein Profilbild. Ist einfach so. So. Siehst du, die sieht jetzt schon wieder anders aus. Man kann auch selber welche kreieren. Ey, das gibt es doch nicht. Warum erwische ich denn jedes Mal? Warum? Was ist denn los hier? Warum macht er denn die ganze Zeit... Ach, der macht... Der macht immer... Ja, okay. Boah, ist das heftig, Alter. Einmal hier ringsrum... Es hat mich voll verwirrt, aber es macht immer, das ist voll lang, Alter. Das ist aber letzte, ne? Ne, eins noch, okay. Über einen Graben drüber. Ey, komm, wenn ich jetzt nicht besser als diese Olle bin, dann weiß ich auch nicht. 39 Sekunden. Ich will mal gewinnen hier. Ja, die braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich glaube, die hat mal ordentlich verkackt. Also, wie schlecht ist die denn? 41. Damit haben wir doch... Aber sie hat trotzdem gewonnen. Warum hat sie den Pokal bekommen? Eigentlich müssten wir doch gewonnen haben. Oder? Doch, oder? Natürlich. Ach so, ja. Wir haben sogar 25 Coins und 100 XP bekommen. Man kann Level steigen, ob man es glauben mag oder nicht. Und man kriegt Geld. Ich habe jetzt hier meine Coins bekommen und damit kann ich mir dann Klamotten kaufen. Also ein richtig, richtig cooles Spiel. Nee, ich muss wirklich sagen, für so ein Free-to-Play-Reitspiel, es gibt ja wirklich nicht viele, ist das nicht schlecht. Also das Prinzip einfach, du startest eine Runde, reitest ein bisschen, springst über die Hindernisse und so. Kann man mal so für zwischendurch mal eine Runde zocken. Und die anderen Spiele, die anderen Reitspiele, Star Stable oder so ein Scheiß, habe ich auch mal hochgeladen auf meinem Kanal. Da kannst du echt vergessen, das ist ja echt Pay-to-Win. So eine Kacke, ne? Und dann gibt es noch so ein neues Spiel, das heißt Riding Out. Ja, Leute, ich kenne mich aus. aber das ist sowas von scheißen Kacke, soll es wohl sein. Weil es das Geld aber nicht wert ist. Wir haben gewonnen, oder? Nee.
27. Aber warum habe ich jetzt einen Pokal bekommen? Ach, das ist mein Rekord oder was? Ja, trotzdem war ich 2 Sekunden drüber, den. Voll schlecht. Hä? Ach, hallo Yvonne. Ja, okay. So, wir machen nochmal. Nochmal, ich weiß nicht jetzt. Also, es spielen doch nur Mädchen, ne? Kein Wunder, ne? Oh, na, okay. Ich glaube, die kommt uns bekannt vor. Die Stage. Die mag ich nicht. Danach versuchen wir mal, ob wir nochmal so ein Ranked-Match machen können. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, da muss irgendwie besser für sein oder so, da höher das Level haben. Oh, lol. Ah, fuck, Alter. Mann, du scheiß Pferd. Oh, ja, kann ich schon vergessen. Blödes, olles Pferd, du. Das ist aber richtig kacke platziert. Voll unfair. Aber ich bin voll der gute Reiter. Und mein Pferd ist scheiße. Und über den Fluss. Ja, also wenn das jetzt mal nicht ultra scheiße war, dann weiß ich auch nicht. Ja, 39 und 48. Aber du kriegst wohl anscheinend wohl immer Coins und XP. Läuft. Das ist echt crazy. Wie gesagt, Right and Play und dann Weekly Showdown. Einmal in der Woche oder was? Keine Ahnung, Event. Und hier werden dann mit Besten aufgelistet. Das ist bestimmt. Das ist, ja, 10 Leute machen dann Rennen. Würde ich auch gerne mal machen. Aber du brauchst diese Silbermünzen und die habe ich natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie man die bekommt. Hier. 20 Stück, vielleicht wenn man gewinnt. Also da braucht man auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ja, ansonsten, was ist das hier? Einfach ein bisschen rumreiten, da war's ja gut. Das brauche ich jetzt nicht. Die Grafik vom Spiel ist eher schlecht. Aber, ja gut, ein Match machen wir noch. Aber gut, Leute, ne? Ihr könnt selber mal austesten, wenn ihr wollt. Auch nicht schon wieder, so langsam wird's langweilig. Wollte ich euch nur gezeigt haben. Und, ich wollte auch eigentlich ein 6-Jahres-Special machen, aber keine Lust, ganz ehrlich. Und eigentlich wollte ich auch mehr Videos machen, aber momentan ist da so eine Flaute bei mir drin, wo ich einfach sage und sehe, du, das bringt nichts, das macht einfach keinen Bock so, keinen Spaß mehr, keine Leute zuschauen. Und deswegen, vielleicht einmal pro Tag ein Video, wenn ich schaffe, wenn nicht, baue ich vielleicht 2, 3 Videos die Woche raus. Also, da sehe ich nicht mehr ein, da habe ich keine Lust mehr drauf. Und von dem her, Leute, so ist es. Sorry dafür. Aber, macht aber keinen Spaß so. Okay, wir waren besser. Gab das jetzt diese silbernen Münzen? Tatsächlich, und wir sind Level gestiegen. Wollen wir uns mal kurz mal einkleiden? Oh, hier, ich kann Level. Hier, die Höhe des Pferdes zum Springen skillen wir mal. Wobei die meisten Kinder hier von eh keine Ahnung haben werden. Hier, das ist der Editor. Und hier kann ich... Erstmal kaufe ich mir was. Ducklin. Was? Alter, das sind ja Enten, das ist ja so ein Entenoutfit. Blue? Ich hol mir die einfach mal, die Entenmütze. Damit bin ich bestimmt richtig Gangster. Ist ja geil. So. Player, Inventory. Und dann kannst du hier die Sachen leveln. Da ist sie. Dann habe ich eine Entenmütze auf. Jawohl, wie cool. Ja, Leute. Das war, wie hieß das nochmal? Horse Championships irgendwas?
für zwischendurch kann man das mal spielen. Einmal vielleicht, du, keine Ahnung, aber ich wollte es auf jeden Fall mal gezeigt haben. Nichts Besonderes jetzt, aber ihr wisst ja, ich spiele ja alles und ja. Danke fürs Zusehen.